9. bis 10. St. Pauli, Hauptkranz. Ja, Wochenende haben wir noch nicht so richtig verdaut, oder? Liegt das noch quer im Magen? Nein. Nein, was nein? Nicht verdaut oder schwer im Magen? Nein. Wir haben es natürlich nicht verdaut, das Wochenende. Hörst du mich? Warum, weiß keiner, oder? Nee, also das ist, ja, man ist es eine Art Schockstarre, oder? Also jetzt zumindest ist es eine Art Schockstarre. Und die Schockstarre hat uns ja tatsächlich eigentlich erreicht, spätestens beim 1:0 für Greuther Fürth durch Cater Rühl, durch deinen Liebling Markus. Ich wollte nur mal sagen, dass Cater Rühl von Fortuna Köln gekommen ist zu Fürth. Genau. Und er hat aktiv am 1:0 mehrfach mitgearbeitet. Ja, der Mann weiß sich durchzusetzen. Der Mann weiß, wie man einen Gegenspieler so wegrätscht, dass er das Wadenbein gebrochen hat und im gleichen Angriff dann tatsächlich das Tor noch macht. Habt ihr euch das mal in der Fernsehaufzeichnung angeguckt? Nee, habe ich extra nicht gemacht, weil ich nicht irgendwie, ich wollte nicht, dass mir schlecht wird. Also ich kann es euch nur empfehlen, auf FC St. Pauli TV, da kann man glaube ich auch einen Probemonat abschließen oder so. Ich habe mir das dann nochmal angeguckt und gehe konform mit dem ja durchaus parteiischen Kommentator, der aber das genauso einschätzt wie ich. Das war glattrot, also von hinten mit durchgestreckten Beinen. Auch nur so schaffst du es ja, ein Wadenbein zu brechen. Wie wirst du das denn sonst schaffen? Also das ist ganz glasklar eine rote Karte gewesen. Und da hätte meines Erachtens der Schiri im Keller in Köln sofort eingreifen müssen. Ich habe die Szene jetzt nicht gesehen. Deswegen, aber ich denke mal, wenn er es gesehen hätte in Köln, heißt nicht, dass sie keine Fehler machen. Schiri hat es nicht gesehen, Köln hat es nicht gesehen. Ich habe auch im Nachhinein nichts von St. Pauli-Seite gehört, dass sich Lukai darüber beschwert hat oder... Ich glaube, der ist Sportsmann einfach. Ja, also Sportsmann hin, Sportsmann her. Zorc hat sich jetzt auch darüber aufgeregt, über den Fußtritt von Kimmich bei Sancho. Also ich denke mal, es war sehr unglücklich und es war bestimmt nicht fair. Aber man sollte da jetzt auch kein größeres Fass aufmachen, als das, was es ist. Naja, man kann schon ein Fass aufmachen, finde ich, weil das in meiner Bewertung auch so ein bisschen die Frage beantwortet, ob das ein gelungenes Spiel war oder nicht. Denn ungerecht behandelt zu werden, ist ja sozusagen eine St. Paulianische Urtugend. Auch so ein bisschen geschockt zu sein, sehr gerne. Aber irgendwie hat St. Paulianische Mannschaften auch immer ausgezeichnet, dann, wenn sie so schlecht behandelt wurden, auch zu sagen, so jetzt zeigen wir den Knackwürsten mal, wo der Hammer hängt. Ja, aber ich meine, wir haben ja nicht schlecht gespielt. Es war jetzt, sage ich mal, kein schlechtes Spiel. Man hat hinten, ja, kann man jetzt sagen, Pech, Glück, aber es war einfach scheiße gelaufen. Das 2:0, was nicht gegeben wurde, war, haben wir gepennt. Das 3:0, später dann 2:0, haben wir auch gepennt. Dann haben wir es 1:2 gemacht. Und dann am Ende hat es sich nämlich nicht mehr gereicht und Julian Green kann nur mal Tore schießen. Das hat er auch nicht für Bayern München mal gespielt. Ja, und dann hast du so das Ganze komplett. Aber es war ja kein schlechtes Spiel von unserer Mannschaft. Nee, das sehe ich ja auch so. Obwohl ich nochmal zurück zu Cater. Wir hatten das an anderer Stelle schon mal, als Buchtmann kaputtgesäbelt wurde voriges Jahr. Und ich werde nicht verstehen, wieso in einer Mannschaft, wo der Kapitän die Wade gebrochen wird, wieso der das gemacht hat, egal warum, dieses Spiel zu Ende spielen kann. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Ja, weil anscheinend die Mannschaft auch oder drumherum als gesagt hat, das war nicht absichtlich, das war ein Unfall. Aber Willi, was sagst du dazu? Unser aktiver Sportler. Also es ist prinzipiell, bin ich ja eh kein Fan davon, zu sagen, dass ein Schiedsrichter an einem Ergebnis schuld ist. Insofern werde ich das jetzt auch hier nicht tun. Bei der Tatsache, ich habe mal irgendwann einen Fußballer getroffen, einen Profifußballer, der mir erzählt hat, dass du als Profifußballer genau weißt, mit der Grätsche, ab wann du einen so verletzt, dass er nicht mehr aufsteht. Dass sie das so einschätzen können. Und ich, wenn dem so ist, ist das natürlich eine brutale Aussage, gerade wenn man weiß, dass das in diesem Fall so war. Ja, die habe ich auch im Hinterkopf, die Aber Aussage. Das ist natürlich trotzdem, also und gerade aus diesem ganzen Kontext, dass eigentlich alle überrascht waren davon, von der Schwere der Verletzung, dass die Situation keiner so extrem wahrgenommen hat, wie sie dann tatsächlich im Nachgang wohl war.
sonst wäre da sicherlich viel mehr eskaliert. Naja gut, das ganze Stadion hat es wahrgenommen. Ne? Also es war uns allen klar, wenn Jackson liegen bleibt, und zwar so lange, Minuten hat dieser Angriff gedauert. Das ist die Situation danach. Als die Situation passiert ist, war die Wahrnehmung, glaube ich, nicht so extrem. Das ist klar, als es hieß, okay, der kann gar nicht mehr aufstehen, da geht gar nichts, dann hat sich das natürlich in so einen Punkt hochgesteigert, wo gesagt wird, okay, da muss ja wirklich was Extremes sein. Und dann kam erst die Wahrnehmung, dass natürlich das Stadion dann aufgestanden ist und gesagt hat... Ja, aber das war vor dem Tor. Das war vor dem Tor. Das hat mindestens noch 2 Minuten, haben die da rumgeangrifft. Oder eine Minute. Wir haben es nicht gesehen auf der Nord. Wir haben nichts wahrgenommen. Also ich habe die Tatsache, dass das ein extremes Foul war, erst wirklich realisiert, nachdem er da lange, lange behandelt wurde, als die Szene durch war. Und man dachte, das ist doch so extrem, dass man damit gar nicht gerechnet hatte, dass es tatsächlich so ein extremes Foul war. Und deswegen aus diesem Kontext glaube ich, dass man das selber gar nicht gewusst hat, dass es so extrem war. Deswegen war die Wahrnehmung bei der Mannschaft, bei den Mitspielern auch so, dass gesagt wird, okay, das war jetzt sicherlich nicht mit Absicht und ist dann doch aber deutlich schlimmer, als man befürchtet hatte. Aber ich habe im Vorgespräch mit Erik gesprochen und gesagt, auch wenn das alles so ist, du kannst dir dafür jetzt nichts kaufen, du musst weitermachen. Ja, es gleicht sich ja angeblich immer irgendwie aus. Ne? Diese zweite Liga ist so eng gestrickt, du hast so viele Mannschaften, die sich so wenig unterscheiden. Ob du jetzt Sandhausen nimmst, Heidenheim, Fürth, die stehen ja jetzt schon mit dem Rücken an der Wand. Und wir stehen ja im Grunde auch mit dem Rücken an der Wand. Und wenn wir nicht auch dann dagegen halten, dann wird es sehr schwer, die Klasse zu halten. Und insofern... Wir sind ja genau davon ausgegangen, dass das schwer wird. Ist das auch vielleicht dann eben auch eine Schweinerei, aber es hilft dir eben auch nicht viel weiter, dann das zu bejammern, weil du musst weitermachen. Na, das stimmt, aber man kann das ja auch intern in der Mannschaft jetzt mal zum Punkt machen und sagen, Freunde, das darf uns nicht nochmal passieren, dass uns ein Gegner durch Unsportlichkeit aus dem Konzept bringt. Also müssen wir automatisch sozusagen gegenhalten und selber Arschloch werden. Nein, oder? Nein. Also gegenhalten ja. Das, was du jetzt propagierst, ist ja eigentlich, dass du auf denjenigen, der das verursacht hat, ein Kopfgeld aussetzt. Ja, und Auge um Auge, Zahn genau, um Zahn. Und das ist ungefähr, das geht gar nicht. Also das Also wenn das stimmt, das, was sein Kollege gesagt hat, ganz abgesehen davon, dass es in meiner Mannschaft beim SC Nienstedten damals genauso gelaufen wäre. Also wir haben bestimmt nicht hochklassig gespielt, aber darauf konnte ich mich verlassen. Wenn ich übel getreten wurde, dann wurde der übel getreten hat, auch übel getreten. Das ist doch irgendwie Fußballerehre. Oder also zumindest war das früher so. Ich weiß, ist das heute nicht mehr so? Ja, ich glaube, das ist eine Begrifflichkeit, die du nicht mehr so definieren kannst. Also das sind ja alles Vollprofis. Und wenn du dann, du nimmst natürlich dann alles Mögliche in Kauf. Also natürlich, wenn du jetzt eine Retourkutsche machst und sagst, du gehst jetzt genau den Spieler mit der gleichen brutalen Härte an, und verletzt ihn, dann bist du wahrscheinlich den Rest der Saison gesperrt oder wie auch immer. Und das kann einfach nicht das Prinzip des Spiels sein, dass du da plötzlich anfängst, bei solchen Sachen Auge um Auge zu machen. Aber es ist ein Prinzip der Moral. Wir hatten das ja in diesem berühmten Vorgespräch, deswegen musst du Willi jetzt mal abholen gleich, Markus. Da hatten wir über Herrn Cater gesprochen, der sozusagen... prosaisch gesprochen, sozusagen vom Knast und die dritte Liga in die zweite Liga, also für den das die Chance des Lebens ist, jetzt sozusagen. Regionalliga, dritte Liga, zweite genau. Liga. Genau. So, das heißt also, wir haben es hier mit Gegenspielern zu tun, die sozusagen die quasi da geneigt sind, ihr letztes Hemd zu geben, um sozusagen diese Karriere zu machen. Und mit solchen Leuten müssen wir uns quasi auseinandersetzen. Und das war die Frage. Am Anfang haben wir sozusagen ein Mentalitätsproblem und das äußert sich aus meiner Sicht, das hatte ich damals bei Buchtmann schon, das äußert sich aus meiner Sicht aus so einem Selbstverständnis, dass man als Mannschaft diesen Angriff auf den Kapitän persönlich nimmt. Ja, natürlich würde ich nicht offiziell sagen, aber wenn ich Trainer dieses Teams wäre, wäre das bei mir Kultur. Aber das geht ja einher mit der 0-4-Niederlage im Derby. Das ist die gleiche Kritik. Dass du praktisch Leute hast, die im Grunde eben nicht das repräsentieren, was du von ihnen erwartest. Blut zu geben für diesen Verein. Nee, das ist jetzt tatsächlich, also irgendwie Gras fressen und so habe ich ja
Da stehe ich ja gar nicht drauf, auf diese ganze Leistungsgeschichte. Da hast du mich jetzt gerade falsch abgeholt. Okay. Sondern es geht um das Thema Team. Also wir sind ein Team und Angriff auf uns heißt auch Angriff auf uns alle. Ja, aber dann kann man es halt, wie Willi sagt, das kannst du halt nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn reagieren. Das kannst du nur dadurch bewegen, indem du versuchst, sportlich dagegen zu halten. Und das hat die Mannschaft ja auch getan. Und sie hat ja sich sehr viel Mühe gegeben und sie hat ja verdient das 2-1 gemacht dann. Es war ja alles möglich. Ich habe auch gedacht, na, vielleicht gewinnen wir das Ganze noch 4-2 in der Pause. Dann hat es aber nachher dann nicht mehr gereicht mit der Power. Stimmt, das kann ich bestätigen, haben wir gedacht. Ja, und insofern hat die Mannschaft ja dann richtig reagiert. Also ich glaube, würde jetzt der Mannschaft hier kein Mentalitätsproblem unterstellen. Nee, würde ich auch nicht. Also tatsächlich fand ich jetzt die Leistung unterm Strich der Mannschaft auch gut und ich glaube auch die kämpferische Leistung oder sowas wie die Einstellung, die wir die ganze Zeit bemängeln oder ab und an bemängelt haben, diese Thematik mit Grasfressen, Ärmel hoch und durchbeißen, die klassischen St. Pauli-Tugenden an den Tag legen, das haben sie alle gemacht. Und wenn man denkt, das sind wirklich alles junge Leute oder Straßenfußballer, die haben trotzdem, haben die sich extrem verausgabt und sich haben sich da voll reingehauen. Das eine, finde ich, hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Also du kannst jetzt nicht sagen, dass jetzt die Spieler auf einen Spieler losgehen müssen, der jetzt sowas verursacht hat. Normalerweise muss da die Umgebung, die direkte Umgebung muss reagieren. Also klar, der Stadion reagiert mit irgendwie Pfiffen, sobald derjenige am Ball ist oder wie auch immer. Normalerweise muss der gegnerische Trainer einschreiten und muss den vom Platz nehmen, weil der da eigentlich schon lange nicht mehr hingehörte. Solche Geschichten müssen passieren. Aber du kannst jetzt nicht sagen, dass du deine Spieler so einnordest, dass die vergessen, worum es bei diesem Sport geht, also ums sportliche, fußballerische, sondern um Vergeltung und irgendwie Gleiches mit Gleichen zu vergelten. Das geht überhaupt nicht. Meine Meinung. Und da kommen wir zum zweiten Punkt. Jos Luka hat jetzt wieder eine Mannschaft spielen lassen, die ja mit sehr, sehr vielen jüngeren Spielern dabei war. Und in der Reservegruppe, die dann für uns immer trainiert hat, waren ja zwei Gesichter, Buchtmann und Sobota, die ja dann praktisch bis, ja, Buchtmann kam ja nachher dann 20 Minuten vor Schluss oder Viertelstunde vor Schluss, Sobota gar nicht, wo er sehr viel Erfahrung hat draußen lassen, bewusst. Und ich fand das sehr spannend. Ich fand das auch spannend, weil ich ja eigentlich diese Vorgehensweise ganz gut fand oder ganz gut finde. Also bis auf Sobota, denn dem haben wir ja prognostiziert, dass er die Saison seines Lebens spielt. Und dafür muss er ja spielen regelmäßig, um diese zu spielen. Also da sind vielleicht wir übrigens... Vielleicht spielt er die in der U23. Ja, also Jos, wenn du uns zuhörst, und das tust du ja auch, weil deine Einwechslung, deine Aufstellungen, die spiegeln ja wieder, dass du diesen Podcast regelmäßig hörst. Also das mit Sobota würde ich mir nochmal überlegen, ob ich den nicht zu einer Säule meines Teams mache. Aber mit irgendwann war mir das jetzt auch mit Buchtmann zu viel. Also sozusagen aus Prinzipienreiterei beim 3-1 den draußen zu lassen, eine halbe Stunde vor Schluss. Da habe ich noch irgendwie zu euch gesagt, den muss er jetzt einwechseln, da muss er jetzt mal über seinen Schatten springen. Und er hat es auch getan. Also hat ihn ja eingewechselt. Also ich bin gerade an so einem Punkt, wo ich eine Sache irgendwie bezweifle, die eigentlich immer feststand. Und zwar diese Oke-Fanboy-Thematik, dass wir eigentlich Fanboys oder dass ich mich auch als solcher gefühlt habe. Mittlerweile habe ich so ein ungutes Gefühl bei dieser ganzen Thematik der Mannschaft. Also jetzt diese Sachen, die jeder weiß, also dass wir unbedingt noch Spieler brauchen, dass die fit werden müssen und dass noch Neues an den Start kommen muss. Also gehen wir mal auf die positiven Nachrichten. Also heute hat tatsächlich das Mannschaftstraining absolviert komplett Johannes Flum und Rico Benatelli. Das heißt, die beiden kommen jetzt irgendwann in den Kader zurück. Henk Fährmann braucht noch ein paar Wochen, hat einzelne Teile des Teamtrainings mitgemacht. Genau wie Lukas Zander und wie unser dritter, Herr Conte, haben tatsächlich auch Teile des Teamtrainings mitgemacht. Das heißt, die brauchen noch ein paar Wochen. Aber ein Johannes Flum und ein Rico Benatelli, also Mittelfeldstrategen, die auch eine gewisse Erfahrung haben und die uns auch weiterbringen können, sind da auch demnächst wieder am Start. Nichtsdestotrotz, es ist jetzt natürlich eine Situation, die sich nochmal mehr verschlechtert hat, was jetzt die Verteidigersituation angeht oder die Innenverteidigersituation. Da ist jetzt natürlich wieder eine klaffende Lücke auf unbestimmte Zeit. Ich denke mal, die Verletzung Minimum Winterpause, würde ich so sagen, von Jackson. Das heißt, da muss auf jeden Fall ein Innenverteidiger her. Dann diese Debatte mit, wenn jetzt Herr
Diamantakos einen Wadenbeinbruch bekommt, dann weiß ich gar nicht mehr, wen wir aufstellen sollen. Der übrigens sehr gut gespielt hat. Der sehr gut gespielt hat, ohne Frage. Ja, hat uns allen gefallen, ne? Also von der Mentalität her, auch von der Aggressivität her, hat er die da ganz schön unter Druck gesetzt alleine da vorne. Entweder ein Stürmer, der schnell antizipiert, schnell reagiert. Er hat alles das, was er jetzt in der Mannschaft braucht. Das heißt, er hat eine gute körperliche Präsenz, kann Bälle festmachen, geht den zweiten Ball an, kann das Pressing. Was jetzt noch ein bisschen ab und an hapert, was aber total normal ist, ist jetzt natürlich jetzt die Thematik mit dem Verständnis mit den Außenstürmern, mit einem Conte, mit einem Miyagi. Miyagi hat das Tor vorbereitet. Also ich glaube, das ist alles auf einem guten Weg. Man geht jetzt davon aus, dass das der gute Weg ist, wenn alle gesund bleiben. Wenn jetzt tatsächlich das nicht so ist, ja, okay. Ja, da musst du ran. Also mach den Beutel auf. Also du hast noch bis zum 2. September. Ich würde gerne früher Entscheidungen sehen mit neuen Spielern. Aber ist denn der Beutel so groß? Naja, im Grunde genommen muss er so groß sein. Ne? Also es gibt ja wirklich sehr, sehr laute Stimmen, wenn ich mir so die Facebook-Gruppen auf die St. Pauli-Facebook-Gruppen angucke. Da wird schon ordentlich das Thema Oke hoch und runter diskutiert. Ich meine der Beutel, nicht Oke. Ich weiß. Auch wenn er es nicht vorgehabt hat, wäre meine... Oke hat ja keinen Beutel. Der Oke hat ja... Der hat einen Säckle. Der Verein hat einen Beutel. Also Säckle heißt... Das würde uns wahrscheinlich nicht weiterbringen. Also Säckler waren diese Einkäufe, die wir jetzt hatten. Also dass wir jetzt zwei Leihspieler aus von Brighton Hove holen, einen Innenverteidiger, einen Stürmer. Der Stürmer ist auch eingewechselt worden. Ja, ist noch ein bisschen... Du kannst ja eigentlich keinen Spieler mit Ablöse holen. Du kannst ja nur jemanden holen, der am Markt frei ist und der auch ein gutes Gehalt erwartet. Den kannst du kriegen. Ja, also da gleich mal einmal das im Gehaltskader, Meier etc. Also Idealfall wäre natürlich sowas... Leute, die vielleicht das Prinzip St. Pauli schon kennen. Also man wird ja nicht müde zu sagen, dass so eine Art Lasse Sobich oder Lennart T. Ja, ich weiß gar nicht, wo der... Leute, ich Lennart T. wieder zurück ans Müllerntor. Ich schaffe das auch noch. Ja, also Alex Meyer wäre noch frei. Ja, Alex Meyer. Ja, aber was macht er jetzt? Besser ein Alex Meyer als keinen zweiten Stürmer. Also... Dann können wir auch einen Besen auf die Bank stellen. Also wir brauchen irgendwas, was jetzt weiß, wo auch, wie breit ist ein Tor? Also 7,42 Meter oder so, wo der Ball hingehört. Beim HSV spielt er noch ein Stürmer, der keine Chance hat. Wie heißt er noch? Wood. Stimmt, wir nehmen Bobby Wood. Ja, beim HSV hat gerade ein ehemaliger St. Pauli-Spieler getroffen, habe ich gerade gelesen. Das tut sich das 1-0 für den HSV. Wir nehmen aber nur 10% seines Gehalts. Könnt ihr mal bitte das hier weglassen? Liebe Zuhörer, die interessieren sich wirklich für den HSV. Ich sage, red mir mal schön, die interessieren sich für den Club, aber... Da steht übrigens 2-0 für den HSV. Sag mal, das interessiert euch keinen Menschen. Wen interessiert das denn jetzt, Erik? Denkst du, unsere Zuhörer... Liebe Zuhörer, könnt ihr mir bitte Protestmails schicken? Das interessiert euch überhaupt nicht. Ja, genau, das interessiert niemanden. Also obwohl, wir spielen ja demnächst gegen die Jungs. Ja, also meine Prognose wird schwer zu halten sein, dass wir bis dahin 6 Punkte kriegen. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir, also wir sind nicht an dem Abgrund, wie das jetzt so ein bisschen aussieht. Also dass wir sportlich irgendwie gegen die Wand fahren und nichts bieten können. Fußballerisch ist das tatsächlich alles wirklich okay und funktioniert auch gut. Man hat tolle Spielzüge dabei, man spielt auch ein Pressing, das gut ist, man kann auch ein schnelles Umschaltspiel. Vielleicht müssen wir uns einfach wieder daran gewöhnen, dass wir zu Hause irgendwie die Mannschaften, die sich hinten reinstellen, einfach auskontern. Zu Hause haben wir halt irgendwie, sahen wir in den letzten Jahren schon letzte Saison schlecht ausgehen, regelmäßig. Vielleicht müssen wir uns da einfach ein anderes Prinzip überlegen, dass wir anders damit umgehen und sagen, wir kontern zu Hause nur noch. Naja, ich meine, was heißt anders außen, Willi? Ich meine, wenn du, das erste Tor haben wir festgestellt, das ist ja nun wirklich dann unfair gewesen oder sehr schlecht gelaufen, sehr unglücklich gelaufen, wie auch immer. So, aber dann das zweite und dritte, du musst hinten einfach sicherer stehen. Ja, einfach ist das. Ja, das Problem ist natürlich in dem Fall relativ simpel gewesen. Das ist natürlich, wenn du zwei Innenverteidiger hast, die eigentlich bis dato souverän stehen, wenn der andere plötzlich nicht mehr da ist und und dann das 1-0 fällt und ein Mark Hornschuh, der jetzt tatsächlich 2 Jahre nicht gespielt hat, dann letzte Woche auf der 6 gespielt hat und gut gespielt hat, eine Stunde lang und dann ausgewechselt werden musste, weil die Kraft nicht reicht, der wahrscheinlich bewusst erstmal nicht in der Startelf gestanden hat, der kommt dann ins kalte Wasser. Ja, das ist natürlich jetzt klar, dass das nicht alles glatt läuft und alles funktioniert, wie es
im Lehrbuch steht. Aber, die Frage ist, haben die alle so viel Zeit noch? Ja, die haben ganz viel Zeit. Die haben noch 32 Spieltage. Ja, 32. Also wir können noch locker aufsteigen. Meister werden und was weiß ich. Also wer unsere Antwort auf die Frage, die unter anderem in der FC St. Pauli, St. Pauli FC der Herzen Gruppe, guten Morgen, liebe St. Pauli Fans. Ich zweifle so langsam an unserem Präsident. Ten hat er vergessen, an unserem Präsident. Und das hat 77 Kommentare und ganz viele sagen, ja, da war immer der Falsche, der muss jetzt weg. Dann sollen doch diese, also Entschuldigung, dass ich die jetzt so nenne, vielleicht ist einer von den Herzen dabei, dann sollen doch mal diese Heckenschützen raufkommen, zur nächsten Versammlung kommen und dann ihr Gesicht zeigen und eine Alternative anbieten. Ansonsten sind sie auf einem Niveau, dann würde ich echt sagen, ihr seid scheiße wie der HSV, der keine konstruktiven Vorschläge macht, nur sagt, das gefällt mir eigentlich nicht, weil ich finde, Oke ist irgendwie doof, weil er keinen Erfolg hat und keine Alternative zeigt, was sonst nicht stattfindet, der bewegt sich ganz schnell auf den Weg nach Stellingen. Und das möchte ich auf keinen Fall. Zumal das ja genau so läuft, wie wir es prognostiziert haben. Wir wünschen uns ja begeisternden Fußball und den haben die ja geliefert, sowohl in Bielefeld, wo sie sogar noch 1-0 geführt haben, als auch jetzt zu Hause. Und wir haben prognostiziert, dass wir mit diesem Fußball auf Platz 16 und 18 landen und fanden das gar nicht so schlimm. Hauptsache, es bringt Spaß. Also das Wiederfinden, das Spaß am Desaster, das Spaß an der Niederlage. Du hast doch auch als einen Blogpost mir mal geschickt vom, war es der magische FC oder war es der Übersteiger? Nee, vom Bibelbox. Bibelbox? Bibelbox heißt der. Ja, und wo dann praktisch auch so ein Oke-Bashing schon stattfindet und wo ich mich echt auch frage, Leute, was ist denn für euch Erfolg? Also eigentlich ist jedes Jahr zweite Liga mit diesem Verein, mit diesen Rahmenbedingungen ein Gewinn. So, und dann wirst du vielleicht manchmal 12., manchmal 15., aber du bleibst drin. Und manchmal wirst du 6. Also auf jeden Fall wird das eine spannende Saison, auch wenn du jetzt die ganze Zeit Abschiedskampf hast. Das steht ja mal fest. Und das sieht jetzt so aus. Aber es ist immer so ein Gefühl. Gegen Kautschinski war ein Gefühl. Man fand Kautschinski gefühlsmäßig so doof. Jetzt hat man wieder so ein Gefühl dann gegen Oke. Ich meine, auf dem Level kannst du keinen Profifußball machen, sorry. Gefühlsfußball. Naja, zumal man ja auch sagen muss, aus meiner Warte ist ja dieser ganze Leistungsgedanke, dieser, wir müssen jetzt, wir sind jetzt ein Profifußballverein, wir müssen uns auch wie einer benehmen. Alter, fuck you, warum? Wir müssen uns überhaupt gar nicht so benehmen. Wir können uns auch genau anders benehmen. Wir benehmen uns einfach so, wie wir uns das vorstellen. Und das ist ja im Grunde genommen mein größtes Problem, das ich mit Luhukay habe. Ich habe ja gar kein Problem. Ich liebe seinen Akzent. Ich finde auch, das hat auch irgendjemand kommentiert, sozusagen bei den Pressekonferenzen kriegt man endlich mal Antworten. Ne? Also der erklärt, was er da tut und warum er den nicht aufstellt und hat gesagt, du, ich habe mit Cheng Shai ein langes Gespräch geführt, er ist aber noch nicht so weit. Fertig, hat in Ingolstadt nicht gespielt, hat Fitnesswerte, sie sind unter alter Kajüte, den kann ich nicht aufstellen, sozusagen, um ihn selber zu schützen, nicht. Und das sind doch, das kann man jetzt glauben oder nicht, aber das sind ja wenigstens Aussagen, mit denen man arbeiten kann. Und aber das Problem, das ich bei Luhukay habe, ist sozusagen diese rotärschige Ehrgeiz, den er da hat. Also wir müssen jetzt unbedingt investieren und wir müssen aufsteigen. Das ist nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Ich würde ja, und das ist tatsächlich auch eine Kritik, die ich an unserem Präsidium nachvollziehen könnte, wenn es dann immer irgendjemand sagen würde, dass die Durchdringung mit dem, was St. Pauli ist, im Profikader natürlich nicht gelungen ist. Also weder unter Kaczynski noch jetzt unter Luhukay. Ja, den Schuh kann sich Oke anziehen. Ja, finde ich auch. Denn wenn wir es geschafft hätten, mit Linien eine Kontinuität zu bauen, in der es tatsächlich so wie bei Werder Bremen los zugeht, im Sinne von, es wird schon oder ist uns doch egal. Also es wird immer auf dem Boulevard, in der Bildzeitung oder in der Mopo wird immer gesagt, ja, die werden verhätschelt und wie sollen die denn Leistung bringen, wenn sie auch nach schrecklichen Niederlagen abgeklatscht werden. Das ist doch Unsinn. Das ist doch totaler Schwachsinn. Ich finde diesen Leistungsgedanken grauselig. Und um das nochmal ganz kurz zu beenden, habe lustigerweise am Freitag mit drei Bewohnern der Süd gesprochen, oder anderem einem Kollegen von USP, die mir erzählt und dargelegt haben, dass sie aber durchaus
das Leistungsprinzip total toll finden. Und zwar mit so einer ganz merkwürdigen Begründung. So nach dem Motto, wir geben Vollgas und wir leisten ja was. Wenn das Thema Vollgas gibt, ich stehe jetzt seit diesem Jahr auf der Nord. Einige haben das ja mitbekommen. Willkommen in der Nord. Und wenn du mal schaust, so was ab der 85. Minute auf der Gegengerade abgeht, wie viele Leute da schon verschwinden, da denkst du ein bisschen Volkspark. Also wenn das Vollgas ist, liebe Leute, ich sage ja nicht, dass das jetzt die Leute aus der AFM oder sonst wo sind, aber große Teile, 5%, 10% von der Gegengerade erfüllen dann dieses Vollblut oder Vollgas, ja, Vollprofitum auch nicht. Ich sprach jetzt gerade von der Süd, aber das ist natürlich vollkommen richtig, was du von der... Also tatsächlich zur Gegengerade sagst. Ich habe auch eine Szene im Sinn, wo ich noch so gedacht habe, okay... Das war, glaube ich, die 75. oder so um den Dreh. Und dann war der Herr Luhukay auch nicht mehr gesehen. Ich habe an unser Bashing von Kaczynski gedacht, wo wir noch erzählt haben, ja, da steht er dann unbeteiligt mit den Händen in den Taschen irgendwie an der Linie und jetzt sieht ihn alles gar nicht mehr. Anscheinend ist es tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich, wenn Trainer sich komplett zurückziehen. Man denkt, jetzt müssten sie doch eigentlich nochmal Vollgas geben, weil sind noch irgendwie Viertelstunden zu spielen, da ist noch alles möglich. Da muss man dann nochmal irgendwie alle Dynamik von der Seitenlinie in sein Team geben, aber das war nicht so. Verschwunden auf der Bank und ganz hinten zurückgezogen, an die Wand gelehnt, wo ich dachte, okay. Naja, vielleicht, weil er auch schon alles getan hat. Ne? Ich meine, der hatte dreimal gewechselt, hat den Jungs gesagt, was er machen soll, was soll er denn noch machen? Soll er wie so ein Rumpelschießchen rumhampeln? Ja, das wollen die Leute sehen. Stanislavski konnte das. Lien auch. Ja, der hat so eine graue Mütze zu Boden geworfen. Und ja, aber das willst du vielleicht auch haben. Aber das hat Thomas Meckler auch getan und hat irgendwie sich mit dem Schiedsrichter angelegt, wenn es gerade gar nicht passte. Und, ja, aber das ist mir auch also lieber. Also zugegeben, wir haben ihn dafür abgefeiert. Ja, ich meine, du wolltest keinen Wabetsch haben. Nee, den wollte ich nicht haben. Ja. Ich habe den Namen sogar schon vergessen. Vielen Dank, dass du ihn mir nochmal gesagt hast. Ich kenne sie alle. Aber ich kenne den nächsten Trainer. Genau, den kennen wir auch, der zum Millern-Tor kommt. Der Name fiel im Übrigen in dieser 77 Kommentare langen Liste auch zweimal. Der, den ich im Sinn habe, woher weißt du, wir haben schon drüber gesprochen. Ich weiß es. Ich habe mich schon geoutet. Ich kann ja nur statistisch sagen, ich weiß ja, wer der Nachfolger von Luhukay in Stuttgart war. Timo Schulz? Hannes Wolf. Nee, Hannes Wolf, an den habe ich auch. Den hatte ich tatsächlich kurz, also er ist ja verfügbar. Aber. Hannes Wolf ist ein super Trainer, Trainer des Jahres. Ja, aber passt der zu St. Pauli? Wir haben noch eben gerade gesagt, das Problem mit Luhukay und Bornemann ist, dass sie eben Idee davon haben, was St. Pauli ausmacht. Ja, aber das Ding ist, ja, da hast du wieder recht, aber schlussendlich, wenn du Erfolg hast, hast du Erfolg. Wenn du keinen Erfolg hast, hast du keinen Erfolg. Wenn du Erfolg Nein, hast, da, das ist doch das Lustige, das ist doch das, was ich die ganze Zeit predige, wie so ein Prediger gegen die Wand. Wir müssen uns unabhängig machen vom Erfolg. Ja, natürlich heißt das nicht dritte Liga, okay, aber es heißt zumindest das Risiko einzugehen. Also sagen wir mal das Casting. Was wäre denn ein Trainer, der dem FC St. Pauli entsprechen würde? Habe ich schon gesagt. Sag mal, habe ich schon gesagt. Sag es jetzt. Also um das jetzt mal tatsächlich unterstreichen zu wollen, ist die Tatsache die, dass ich mir denke, dass Schulde für uns der richtige Trainer wäre. Timo Schulz, der U23-Trainer. Es ist tatsächlich die Historie und das ist anscheinend wohl auch so gewesen, dass er Optionen hatte, Cheftrainer zu werden bei einem Zweitligisten und auch bei einem Drittligisten und er sich entschieden hat, also für den FC St. Pauli Steigeruch U23-Trainer, dass er da am Ball bleibt, mit natürlich ohne Frage der Hoffnung, irgendwann mal nachrücken zu können. Und diese Tatsache finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Also er macht, wie ich finde, Jahr um Jahr einen sehr erfolgreichen Job mit seiner Mannschaft. Und das unter den Bedingungen, die nicht leicht sind bei der Konkurrenz, die da vorhanden ist. Und kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ein guter Trainer auch für die erste Mannschaft wäre. Und ich weiß nicht, in Kombination mit Troller. Troller, genau. Da hätte man auch mal den Sidekick von Stani an der Seite und könnte da mit den beiden wahrscheinlich, ja, kann ich mir vorstellen, könnte man in die Zukunft gehen und sagen, jetzt gucken wir uns mal an, was da passieren würde. Aber mein Tipp war ja tatsächlich auch, Trainerentlassung frühestens am 4. Spieltag. Leute, seid ihr schon soweit? Ja, wir waren am Wochenende eingesperrt auf einem Boot.
und haben darüber debattiert. Das heißt, am nächsten Podcast ist es dann schon soweit. Könnte sein. Nee, der ist ja nächste Woche. Warte mal ab. Wir wollen ja jetzt wöchentlich podcasten. Machen wir im Übrigen auch seit vier Wochen. Das ist dieser Verein, der strengt einen an. Also wenn man mal gemütlich jeden Monat einmal sprechen möchte über diesen Verein, das geht schon gar nicht mehr. Nee, das muss man wöchentlich Woche, machen. Jede Woche. Raus aus der Komfortzone. Ja, aus der Komfortzone. Das ist auch so ein Quatsch. Natürlich wollen sich alle weiterentwickeln, das ist ja auch nicht so schlimm, aber was ist problematisch an einer Komfortzone? Was ist problematisch an einem Umfeld, in dem sich Profisportler wohlfühlen? Das habe ich wirklich noch nie verstanden. Das ist doch schwarze Knackwurstpädagogik aus den tiefsten 50er Jahren. Das war seine Pressekonferenz. Da sind zu viele, also ja, die Pressekonferenz ist ja noch eine andere Thematik, die seinerzeit Pressekonferenz. Ich weiß gar nicht, was das für eine Wirkung sein sollte, aber allein die Tatsache, dass das Nachbilder, das Nachwuchszentrum so kritisiert wurde, die, glaube ich, die beste Saison ever in der U19-Bundesliga abgeliefert haben. Und egal, aber sportlich ist das alles, was den Unterbau bei St. Pauli angeht, läuft, glaube ich, alles extrem gut. Oh, das ist im Übrigen auch ein ganz, ganz fader Beigeschmack, wie mit der sozusagen mit dem Vermächtnis von Kautschinski und Uwe, vor allem Uwe Stöber, umgegangen wird. Das stößt mir wirklich ein bisschen auf. Das hat ja Oke angefangen bei der Pressekonferenz von Luukay. Da hat er irgendwann nochmal nachgelegt. Und jetzt macht sozusagen Luukay, wo er noch am Anfang gesagt hat, hervorragende Arbeit geleistet, super, super Stöber, super, super, super Kauschi. Und jetzt sind alle schuld, nur er nicht. Also das gefällt mir wirklich gar nicht, muss ich sagen. Das nervt mich sogar auch ein bisschen. 4,5 Monate hat er jetzt diese Mannschaft. Da kann man doch nicht irgendwie noch auf den anderen Leuten. Also ohne Frage ist jetzt natürlich diese Thematik, dass die Kaderzusammenstellung und der Fitnessgrad und die Tatsache, dass so viele Verletzte da sind, da kann mir jetzt keiner erzählen, dass der jetzige Trainer dafür nicht mehr verantwortlich ist oder noch nicht verantwortlich ist oder wie auch immer. Deswegen glaube ich, dass da diverse Schuhe rumstehen, die sich Herr Luukay auch anziehen muss. Und diese Thematik, also Verletzungen und dass neue Verletzungen dazukommen, das kann doch jetzt wirklich nicht sein, dass das Schuld ist von irgendwelchen anderen Leuten, die seit einem halben Jahr nicht mehr im Verein sind. Also das kannst du mir nicht erzählen. Ja doch, die sind an Keita Ruel schuld, weil die haben Keita Ruel nicht geholt. Wenn sie Keita Ruel geholt hätten vor einem Jahr aus Köln, dann nee, den hätten wir nicht gewollt. Dann wäre das Foul nicht passiert. Ja, aber was hätten wir einen Spieler dabei, der anderen Leuten das Warnbein bricht irgendwie? Den würden wir doch auch nicht haben wollen. Leute, ich muss jetzt mal zeigen auf der Millantor Gallery. Da ist ein wunderschönes Kunstwerk. Das kannst du vielleicht auch als Titelbild nehmen für diesen Podcast. Jost, Luukay on Fire. On Fire. Sehr schön, sehr, sehr prophetisch, was dort stattgefunden hat, was der Künstler da gemacht hat bei der Millantor Gallery dieses Jahr. Gibt es aber auch in der Variante Bornemann und Knoll. Kannst du mir ja gleich mal schicken. Dann packe ich das tatsächlich in die Titel rein. Ich wollte ja noch mal ein paar Sachen auf die Playlist packen. Und zwar würde ich sehr gerne noch auf die Playlist packen Urlaub in Italien von Aerobic. Am Wochenende auf Kampnagel als Musiktipp oder Konzerttipp. Ich glaube von Freitag, Samstag, Sonntag jeweils Kampnagel 20 Uhr. 3 Vorstellungen. Ist sicherlich sehenswert. Oh, ich hätte auch noch was für die Playlist, und zwar den Soundtrack eines Country-Films, gesungen von Jeff Bridges. Ich glaube, das Lied heißt Sometimes Fawning Feels Like Flying for a Little While. Oha. Und ich finde, das passt ganz gut zum FC St. Pauli. Ganz abgesehen davon, dass wir mehr Disco brauchen, sagen wir ja die ganze Zeit. Und sozusagen anständiger Country ist zumindest verwandt. Ja, das ist natürlich jetzt auch, also ich meine, die Thematik, dass am Wochenende jetzt Pride Week war oder CSD und das tatsächlich irgendwie vorbeigegangen ist. Also klar, der FC St. Pauli war, die Mannschaft war, glaube ich, auch am Start oder zum großen Teil am Start.
auf dem CSD und da hätte ich mir irgendwie auch ein bisschen was Farbenfrohes mir gewünscht im Stadion am Freitagabend oder vielleicht musikalisch auch mal Überraschung gewünscht. Ja, es gab von der, sozusagen von der offiziell gab es sehr viel. Es gab eine Regenbogenbanderole um das Stadion rum mit Levis zusammen. Worüber ich im Übrigen auch da im Nachhinein nochmal diskutiert habe mit den Kollegen von der Süd, die das irgendwie gar nicht so super fanden, dass es jetzt hier so eine Art Werbebande dazu gibt, wo ich denen erstmal erklären musste, dass die Firma Levis in Kalifornien wahrscheinlich mehr gegen Homophobie tut als die gesamte Fanschaft des FC St. Pauli zusammen. Das war für die neu, also deswegen lohnen sich solche Gespräche ja auch immer. Also ich will mich hier an der Stelle nochmal herzlich bedanken dafür. Ich erzähle ja auch nicht, mit wem ich da gesprochen habe und was wir da sozusagen inoffiziell ausgetauscht haben. Aber es lohnt sich einfach wirklich. Ich kann allen alten Knackern wie mir, die auf der Nord oder auf der Gegend gerade rumrennen, nur empfehlen, mal ab und an mal die Jungs auf der Süd anzusprechen, wenn sie sie zu fassen kriegen, mit ihnen Bier zu trinken und sie mal zu fragen, was sie von dem einen oder anderen Thema halten. Das lohnt sich immer. Aber was ich danach zu sagen wollte, auch im Stadion gab es noch eine Menge Symbolik, also von der dem Aufwärmshirt, das es ja dann später auf dem CSD auch zu bewundern und im Shop zu kaufen gibt, bis hin zu den Seitenlinienfahnen, war alles am Tag des Regenbogens. Das Einzige, was so ein bisschen fehlte, war die energische Solidarisierung mit dem Thema von der Musikregie. Die war leider so langweilig wie immer. Und von der Fanschaft. Also da gab es vereinzelt was, aber eben nichts, wo man sagen würde, das ist jetzt eine schöne Hinleitung zum CSD. Aber ich weiß auch nicht, ob man das verlangen darf. Also ich finde schon. Ja, glaube ich auch. Also ich würde auch nochmal Whitney Rose, das ist auch so eine junge Country-Sängerin mit You Don't Scare Me, auf die Playlist setzen. Und dann noch die Tatsache, ich glaube, vor 2 Wochen ist der Sänger von was ist das jetzt? Ich muss mal eben googeln. Aber nichtsdestotrotz, das finde ich natürlich super, dass da ein bisschen was zu sehen war. Die Thematik dieser Musik ist ja ein ewiges Thema bei uns, die uns nervt und die wir gerne irgendwie umgesetzt haben wollen würden und irgendwas positiv Energisches sozusagen. Markus, bist du noch da? Ja, aber über eure Musik kann ich jetzt gerade nicht mitreden. Eure Musik? Wieso schließt du dich da aus? Ja. Seit wann kannst du nicht über Musik mitreden? Bist du krank? Ich höre kein Country, Erik. Musst du mal machen, lohnt sich. Ja, ich finde, wir brauchen wieder mehr richtige Musik. Backen, wir hatten doch Backen. Ja, kannst du auch was auf die Playlist setzen. Von Maiden oder so. Oh, apropos Musik und apropos CSD, da brannte ja ein Wagen, und zwar ausgerechnet der Wagen von den Queer Refugees, die, wie mir Christian erzählte, immer für das mit Abstand abgefahrenste Soundsystem sorgen. Das heißt, es gibt da eine Spendenkontonummer für, die ich auch in die Shownotes tue. Und hiermit kann ich schon mal sagen, dass wir als Podcast einen Teil der Einnahmen, die wir mit Kongstar gemacht haben, auf jeden Fall an die Jungs spenden werden. Und würde euch auch aufrufen, also ob ihr zum CSD geht oder nicht, ob ihr gerne Antifa-Hooligans hört oder nicht, spendet diesen Jungs, weil die können das sehr, sehr gut gebrauchen. Also ich würde nochmal King Love and Pride auf die Liste setzen, auf die St. Pauli Pop Playlist. Ja, dann machen wir vielleicht den Bogen zu dem, wo wir uns getroffen haben vom Spiel, nämlich vor dem Knust. Bei dem Soundsystem Too Slow for Disco, das war ja grandios. Ja, war tatsächlich, ist auch eine schöne Compilation-Reihe mit tollen Disco-Sachen, die man nicht so auf dem Fokus hat und halt sich so bewegen in der BPM-Zahl, die jetzt nicht gleich auf die 12 geht, sondern so ein bisschen dazwischen ist, so arschwackeln bis hin zu
tanzen. Und das ist wirklich sehr entspannt gewesen. Man ist in einen schönen Mut gekommen. In einen angenehmen. Wir hätten es ja fast verpasst, ins Stadion zu gehen. Also das war ja knapp dran sozusagen. Darf ich noch einen Pilsener Urquell haben? Natürlich dürfen Sie noch einen Pilsener Urquell haben. Und für Sie noch einen Hefeweizen? Ja, ganz genau. Kommt sofort. Dankeschön. Ich habe noch für die Playlist. Jetzt haben wir die sympathische Kellnerin auch in der Show. Du packst Sleaford Mods I Feel So Wrong auf die Playlist. Das finde ich sehr gut. Vielleicht geht euch das ja auch jetzt so gerade. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin natürlich eigentlich auch immer noch so in diesem Disco-Mood, den ich eigentlich auch ungern verlasse, aber man ist ja auch immer offen für andere schöne Musik sozusagen. Also irgendwie, wenn ich so zurückdenke an Freitag, dann muss ich sagen, das war eine der schöneren Niederlagen. Wir sind ungerecht behandelt worden. Die Jungs haben alles gegeben, haben zeitweise begeisternden Fußball gespielt. Ach übrigens, haben wir noch gar nicht gesagt, Jackson, gute Besserung, komm bald wieder, komm stärker wieder, als du vorher warst. Dieses Bild von dir, wie du erst klatscht auf der Bahre und dann die linke Faust nach oben reckst, würde ich, wenn ich Trainer dieses Vereins wäre, in DIN A3 ausdrucken und in die Kabine hängen, damit jedem vor dem Spiel klar ist, dass das ist die Einstellung, mit der wir in die Saison starten, ab Spiel 3. Ganz genau, da ist nämlich... Ja, aber Erik, auch nochmal. Ich meine, man hat kein Recht darauf, gerecht behandelt zu werden. Und wir müssen die Liga halten, müssen Punkte holen, wir müssen gewinnen, auch wenn wir ungerecht behandelt werden. Es gibt da keine Gerechtigkeit in der zweiten Liga. Ja, das heißt, wir brauchen eine Art Resilienz. Ne? Also wir müssen, das ist ja das, was auch oft als Eigenschaft dieser berühmten Mannschaft unter Schulle, Boll, Magde und Co. zugesagt wurde, dass sie sozusagen bis zu Krämpfen gespielt hat und ihnen im Grunde genommen egal war, wie sie behandelt wurden. Also ich kann mich so oft daran erinnern, wie schlecht sind wir behandelt worden. Beispielsweise bei diesem berühmten Spiel gegen Hoffenheim, dass er doch noch 1-3 ausgegangen ist. Und wenn ihr euch daran erinnert, wir haben 5 Tore geschossen, von denen 2 aberkannt worden sind, ohne Videoschiedsrichter. Einfach nur so aus Bock. Und weil der Schiedsrichter angeblich, gefühlt, irgendwie die Hoffenheimer immer wieder ins Spiel bringen wollte. Aber es hat einfach nicht hingehauen, weil die Jungs einfach gesagt haben, nö, wir zermürben den Gegner einfach durch permanentes Tore schießen. Könnte man eigentlich mal wieder machen. Ja, solche Spiele wird es auch, also ich bin ja der Meinung, dass sich diese Waage, die immer irgendwo im Hintergrund existent ist, dass sich alles wieder ausgleicht sozusagen. Wir haben schon bestellt. Super, danke. Also ich glaube, das, was wir jetzt an negativer Energie auf der Waagschale in Minus haben, wird sich so wie in der letzten Saison tatsächlich in die Waagschale wieder ausgleichen, dass wir diverse einfach Momente haben, wo wir sagen, ach guck mal, das ist jetzt, das hätte man nicht so geben können, das gleicht sich dann irgendwie als Summe dann wieder aus. So soll das im Sport immer sein. Ja, nur dass wir eben nicht die komfortable Situation haben, dass wir den Lauf am Anfang haben. Ne? Und denn dadurch zur Hinrunde 30 Punkte, wo man denkt, ach, wie schön, ja, aber das da kann ja eigentlich nichts passieren. Guck dir letztes Jahr an, Sandhausen, die waren tot, die waren weg, die haben sich noch gerettet. Duisburg war direkt unten, die waren dann, kamen nicht mehr hoch. Auch mit Lieberknecht kurzes Hoch, kamen sie auch nicht mehr hoch. Ingolstadt ist nachher später richtig reingerasselt, dann waren die nochmal weg. Ja, und Magdeburg hat ja so ein Zwischenhoch mal gehabt mit Oenning, dann waren sie aber auch dann weg. Also klar, es ist ein Auf und Ab. Tolle Hinserie gehabt, aber ich meine, die Rückserie war dann dadurch, dass wir gar nichts mehr geholt haben, noch nicht mal irgendwie eine Vollgeschissene in Strumpf, also wirklich in letzter der Rückserie waren. Aber toll, ein vollgeschissener Strumpf, das habe ich auch noch nie gehört. Ja, schön Gruß an Dirk, das ist eine Redewendung von ihm. Also insofern ist es einfach so, dass man dann denkt, ja, das ist vielleicht auch mal spannend, dann eher, oder kann spannender sein, wenn man weiß, man kann jetzt irgendwie, müssen wir ein bisschen Druck aufbauen, weil die Aufholjagd nötig ist, weil sonst ist das rettende Ufer zu weit weg. Und das rettende Ufer war letztes Jahr zum Winter schon erreicht und dann ist halt nichts mehr dazugekommen. Und das hat da irgendwie so eine Tristesse dargeboten.
durch die wir dann durchgegangen sind mit irgendwie komischen Spielen und einer Rückserie, die irgendwie belanglos war. Also wir haken uns nochmal unter und schunkeln ein bisschen und sagen, im Grunde genommen ist doch alles gar nicht so schlimm. Vielen Dank. Also es ist, ja, es ist ja tatsächlich so, dass alles nicht so schlimm ist, ja die eine Sache. Wir haben ja, es ist ja noch nichts passiert. Wir haben zwei Spiele gesehen und wir haben in beiden Spielen guten Fußball gespielt. Also für mich ist das überhaupt kein, ich will jetzt gar nicht unterm Strich sehen, dass da nur der eine Punkt über ist. Normalerweise hast du in Bielefeld 3 Punkte, klar, Nachspielzeit oder kurz vor Schluss ein komisches Gegentor. Du hast eigentlich gegen jetzt am Wochenende hast du eigentlich auch ein besseres Spiel abgeliefert als die, die dann nachher die Punkte uns abgenommen haben. Deswegen finde ich es gar nicht so schlimm, dass Denk da, was für ein Startkönige die Fürther immer sind. Letztes Jahr waren die ja, glaube ich, auch am Anfang fast ganz weit vorne. Nach dem ersten Drittel der Saison waren die, glaube ich, sogar fast Aufstiegsplatz und sind ja noch ganz, ganz böse in Abstiegsgefahr gekommen. Also, das ist ein langes Rennen. Schneckenrennen. Ja, ein Ausdauerrennen. Oh, apropos Schneckenrennen. Schnecke? Ja, Schnecke, super, super Schnecke. Schnecke mit Krämpfen ab der 75. Minute. Was ist da los? Ja, Fitness. Also ich weiß auch nicht genau, Jos, was ist da los? Vielleicht trainiert er zu hart, trainiert Jos zu hart. Also es ist ja... Gibt ihr den Jungs nichts zu trinken? Wie ist der Perberger? Das positiv nehmen. Trinken also. Erst nach dem Training. Trinken erst nach dem Training. Ich will jetzt auch nicht immer permanent nach. Das ist jetzt gut. Also trinken nur, wenn Punkte kommt zurück. Herr Benatelli kommt neu ins Team. Das heißt, da kommen jetzt neue Leute dazu. Zander demnächst wohl auch. Und deswegen gibt es dann auch wieder Alternativen. Und dann gibt es ja noch 2 Neuzugänge, die bald präsentiert werden. Ich denke mal, in 1-2 Wochen haben wir neuen Verteidiger, Innenverteidiger, Außenverteidiger und vielleicht sogar 9 Stürmer. Und dann haben wir wieder ganz viel zu reden. Und wir können dann sagen, boah, die Bank ist so voll. Kein Wunder, dass Jus sich da nicht mehr hinsetzen kann, weil da gar kein Platz mehr ist. Ne? Wenn plötzlich sind sie alle wieder da. Und dann machen wir nochmal einen ganz kleinen Ausblick auf das Wochenende, wo ich heute lesen konnte, Jos Luhukay, also da muss man sagen, Vorsicht, Jos, bitte erkundige dich ein bisschen über St. Pauli. Ganz, ganz gefährliches Terrain, so etwas zu sagen wie, wir wollen uns im Pokal gegen den Viertligisten sozusagen die Moral holen oder uns irgendwie ein gutes Gefühl holen. Also mit so einer Nonchalance dieses Spiel anzugehen, da kriege ich ja jetzt schon irgendwie Muffensausen gegen den VfB Lübeck. Und er hätte sich ja mal dann vielleicht letzte Woche auf dem Weg zur Jägerkampfbahn machen können. Da hat ja der VfB Lübeck gespielt und zu einem mittleren Verkehrschaos in Ottensen geführt. Und da hat dann VfB Lübeck 2-1 gewonnen, kurz vor Schluss gegen heroisch kämpfende Altonaer Jungs. Ja, die sind auf dem Weg nach Altona, sind die bei mir unterm Büro längs gelaufen und meinen Volontär, den ich herzlich grüße, Mon Paul, der hat gesagt, was ist das denn? Ist das eine Nazi-Demo? Und da habe ich gesagt, nein, das ist der VfB Lübeck auf dem Weg nach Altona. Obwohl, das ist schwer auseinanderzuhalten für Volontäre, die wissen das vielleicht nicht so genau. Aber also du hättest genauso gut antworten können, ja, das ist eine Nazi-Demo. Ja, hätte ich machen können, aber das wäre jetzt justiziabel gewesen. Aber er hat, glaube ich, ungefähr die richtige Einschätzung gehabt, wenn man so unbedarft auf diese Leute guckt. Und die sind ja dann nochmal bei mir zu Hause nochmal ausgestiegen, weil sie irgendwie so einen Bus, die Bustüren aufgemacht haben. Ich habe aber da schon selig geschlafen, ehrlich gesagt. Das war so, hier vom Haus? Ja, quasi vom Haus. Sehr lustig. Nee, also es wird natürlich gar nicht lustig, wenn wir da hinfahren. Allen Auswärtsfahrerinnen, ich werde da nicht mitfahren. Fährt einer von euch mit? Nee. Nein. Also wir wünschen allen Auswärtsfahrerinnen, dass sie A, 3 Punkte mitbringen, dass die Mannschaft... Nein, keine 3 Punkte, sondern achso, wir brauchen nur einen Sieg, wir brauchen gar keine Punkte. Die Punkte gibt es die Woche drauf in Stuttgart. Ja, das stimmt. Ist das nächste Spiel, du hast doch geguckt, wo holen wir den nächsten 3 Punkte, in Stuttgart oder in? Stuttgart holen wir die, ja. Also wir haben jetzt Stuttgart, Nürnberg, Kiel, HSV. Das heißt also... Stuttgart, Kiel, Nürnberg, aber egal. Aber Kiel, HSV sind meine 6 Punkte. Oder 4 brauche ich nur noch. Ich habe 5 Punkte gesagt. Also HSV 1 Punkt und Kiel 3 Punkte. Ja, okay. Also ist alles möglich. Na, du brauchst ja noch 6. Nee, 5. Aber das ist nicht so ich einfach. Ich brauche eine 3. Ja, und wo kommt da eine 3 her, Markus? Kiel. Kiel gewinnen wir, ne? Ja, finde ich auch. Sonst kann ich mich da nicht mehr blicken lassen, da oben. Jetzt haben wir schon 2 Spiele in Folge verloren. Das geht nicht.
Stimmt, das ist hart in der Kieler Förde. Ja, also für Jackson, der ja Kieler ist, und für mich, liebe Boys and Brown, das Spiel in Lübeck und das Spiel gegen Kiel, das sind die beiden wichtigen. Natürlich zusammen mit dem Spiel gegen den HSV. Das dürft ihr auch nicht verlieren. Aber da, sonst könnt ihr machen, was ihr wollt. Das dürft ihr nicht verlieren, das müsst ihr gewinnen. Ihr sollt Spaß haben und begeisternden Fußball spielen. Doch, ich möchte, dass ihr begeisternden Fußball spielt. Es ist gar nicht wichtig, ob ihr Punkte einfahrt. Es soll bloß Spaß machen, euch zuzusehen. Ja, ich möchte keinen Leistungsdruck, diesen Wer keine Leistung zeigt, der wird... Ich habe am Wochenende einen alten, netten St. Paulianer getroffen. Gar nicht so alt, sogar jünger als ich. Und der war der Auffassung, er kennt die ganzen Spieler ja gar nicht mehr, die jetzt alle so spielen, weil er ein bisschen er ist nicht mehr so drauf geprägt, wie das manche heutzutage, wie wir das sind. Aber er hat dann gesagt, also ihm ist das eigentlich auch gleich, Hauptsache sie gewinnen gegen HSV. Das ist auch eine alte Einstellung und ich denke mal, die hat auch was für sich. Ja, finde ich auch. Also jeder hat so sein eigenes Saisonziel. Und ich möchte ja, das Trauma von Oliver, hatten wir im letzten Podcast schon, dass das Trauma von Oliver wahr wird. Ja. Nämlich, dass wir das zweite Derby gewinnen und der HSV als Vize-Stadtmeister aufsteigt und wir die nächsten 5 Jahre die Jungs aufziehen können. Das wäre so mein Traum. Deswegen, also das erste Derby ist natürlich wichtig, weil wir dürfen nicht verlieren am Millantor. Das geht einfach nicht gegen den HSV mehr. Aber gewinnen muss sie da nicht. Ich würde nochmal sagen, dieses Derby interessiert mich wie ein vollgeschissener Strumpf. Ja, schau mal einer an. Also das hat mich jetzt jedenfalls letztes Jahr so abgenervt, dass ich das irgendwie gar nicht auf dem Fokus habe, da mir eine Körperspannung aufzubauen für den ganzen Quatsch. Ja, warte mal ab, ne? Die Tage davor, genau, das kommt von ganz alleine. Lass uns doch immer die anderen Spiele erstmal inhalieren sozusagen und sagen, das ist alles jetzt. Wir geben den Jungs volle Rückendeckung, sie haben vollen Spielraum, so Fußball zu spielen, wie sie wollen und die Punkte kommen automatisch irgendwann von alleine rein. Also spielt so weiter wie gegen Fürth, nur tut uns Gefallen, wenn die anderen unfair werden, dann habt ihr eine Antwort drauf. Muss ja nicht meine Antwort sein. Also tut Erik den Gefallen und wenn euch einer eine Backpfeife gibt, dann haltet nicht die andere Seite hin, sondern schlagt ihm auch eine Backpfeife. Voll auf die Fresse, genau. Also ganz ehrlich, jetzt wirkt das ja so, als wäre hier der Gewalttätige unter uns. Ist ja auch so. Aber ich will dazu sagen, letztes Mal habe ich das gesagt, als die Buchtmann wirklich krankenhausreif weggegrätscht haben. Ich sage das nicht bei jedem gelbwürdigen Foul, sondern in solchen Momenten, wo du weißt, da haben die einen vorsätzlich kaputt gemacht. Und das behaupte ich. Wenn wir zugrunde legen, dass dein Kumpel Willi recht hat, dass ich als Profisportler weiß, was ich tue, zumindest das Risiko kenne, mit dem ich von hinten ein Wadenbein breche, nochmal zum auf der Zunge zergehen lassen, von hinten reingegrätscht, Wadenbein, Standbein weggebrochen. Also Erik, muss ich echt sagen, so ein Quatsch. Ich glaube nicht, dass Keitaro L. vorsätzlich in das Wadenbein gebrochen hat. Nein, er hat aber wissentlich so angegangen, dass er wusste, er könnte ihn hart verletzen. Das vermutest du. Ich sag dir, das vermute ich. Nein, ich vermute, ich sag das nein, weil ansonsten hättest du von den Verantwortlichen FC St. Pauli etwas zu gehört. Wir haben nichts dazu gehört. Ich bin ganz anderer Meinung als du. Ich glaube nicht, dass wir was von denen gehört haben, aus 2 Gründen. Erstens, weil es sowieso nichts bringt. Zweitens, weil es immer noch als schlechter Stil gilt und das finde ich auch im Nachhinein zu sagen, okay, das war jetzt nicht so okay. Nee, deswegen sage ich ja, die Antwort muss auf den Platz kommen und zwar sofort. Ja, aber deswegen, also jetzt lass doch mal diesen Wadenbeinbruch sein, das ist schlimm genug. Das ist ansonsten immer wiederum so eine Art Kokettieren mit dem, wir sind so schlecht behandelt. Nein, das ist eine Art Lackmustest. Das ist ein Lackmustest für die Mentalität, die wir haben. Er hat die Mannschaft doch schon gezeigt auf dem Platz, sie hat danach gut reagiert. Das finde ich auch, also die Mentalität, die an den Tag gelegt haben, dass sie tatsächlich die Ärmel hochgekrempelt haben und sich voll reingehauen haben, das fand ich schon auch bemerkenswert. Also es war, ich sag mal, 5 Minuten, 10 Minuten Schockstarre da, wo dann tatsächlich auch das 2-0 gefallen ist oder das 2-0 zweimal gefallen ist. Aber danach ist da so viel Energie gewesen, ich weiß nicht, woher sie kam, aber es wird sicherlich auch eine Rolle gespielt haben, diese ganze Thematik dabei, dass ich da schon bewundernswert kam, dass da der Wille so extrem durchkam und das echt Vollgas gegeben haben.
Also es war sehr positiv. Ja, das eine schließt ja das andere ehrlich gesagt nicht aus. Man kann ja honorieren, wie die darauf geantwortet haben, spielerisch vor allem und vom sozusagen als Mannschaft. Aber man kann auch durchaus sagen, dass diese Mannschaft es dreimal nicht geschafft hat, Angriffe auch vielleicht mal mit einer gelben Karte zu unterbinden, die zu einem Tor geführt haben. Es ist immer leicht zu sagen, dass man einen Angriff unterbindet, wenn man nachher weiß, dass aus diesem Angriff ein Tor entsteht. Es gibt diese Angriffe im 5-Minuten-Takt oder was auch immer. Und du weißt nicht, welcher jetzt genau zum Angriff, zum Tor führt. Und du weißt nicht, welcher jetzt die gelbe Karte wert gewesen wäre. Das ist im Nachhinein einfach. Aber ich weiß auch, wann ich schwimme. Und vom Gegentor bis mich, zum nein, für mich die klassische dritten Szene, Tor haben sie doch für geschwommen. Mich, für mich die klassische Szene, positiv war die Tatsache, dass wirklich diese Szene mit Jackson passiert ist. Die Binde ging weiter zu Daniel Bubala, der für mich immer ein Leisetreter war. Und der hat dann so eine immense Körpersprache an den Tag gelegt, dass er sie auch nach dem zweiten Tor, nach dem 0-2, alle so hat versucht aufzurütteln, wachzurütteln. Das stimmt, das ist uns allen dreien aufgefallen. Dass ich da gedacht habe, okay, das ist... Vor allem die Zweikampfführung war großartig. Das sind Lebenszeichen, das ist, die Mannschaft ist nicht tot oder ist auch gar nicht da, wo wir sie jetzt in der Tabelle sehen. Ich sehe sie da nicht, die Mannschaft. Deswegen ist mir die Tabelle, was du jetzt sagst, wo ich jetzt auch sage, okay, das sehe ich genauso, die ist ohne Aussagekraft. Deswegen, ich habe ein gutes Gefühl bei der Mannschaft und eigentlich kann das jetzt in Zukunft auch nur bestätigt werden. Weil so wie sie auftreten, spielen sie einen guten Fußball. Klar, zum erfolgreichen Fußball gehören dann halt auch die Tore. Die müssen dann halt mal so fallen, dass mehr vorne fallen als hinten. Die Abwehr, okay, das ist halt echt schwierig zu sagen bei so einem Spiel. Die waren dann teilweise auch nicht vorhanden oder so verunsichert, dass das ein bisschen chaotisch aussah. Also es waren dann auch Einladungen dabei. Du darfst halt auch nicht 3 Tore fangen gegen Greuther Fürth zu Hause. Das ist nun einfach mal Tatsache. Dann kannst du das Spiel nicht gewinnen, weil du schießt gegen die keine 4 Tore. Das müsstest du mal so als eine Backpfeife hinnehmen. Aber das Spiel vorher in Bielefeld war ein Indiz dafür. Das ist eine Mannschaft, die sehe ich im oberen Drittel definitiv oder vielleicht sogar noch weiter vorne Bielefeld. Deswegen, da haben wir gut ausgesehen und werden wir auch weiterhin in der Saison gut aussehen. Also abschließend, es ist viel zu sagen zu diesem Spiel, aber es ist noch lange keine Panik ausgebrochen in diesem Podcast. Der Panik-Podcast kommt noch. Der Panik-Podcast, der kommt noch. Der Panik-Doktor. So Leute, ist doch alles in Ordnung. Ja, genau. Happy, mal gucken. Vielleicht legen wir uns noch ins Bett mit den Lübeckern, haben ein bisschen erotische Stunden mit Elfen. Ja. In dem Sinne, ich würde sagen, ist alles gesagt für diese Woche. Ne? Wir machen Deckel drauf. Wir machen Deckel drauf und freuen uns. Einen Pokalsieg. Schönen Gruß aus der blauen Blume. Die hat jetzt keine Vereinspräferenzen, sondern halt schon seit 1000 Jahren so. Die blaue Blume für die blaue Stunde. Ja, die blaue Stunde in Ottensen. Wir freuen uns. Schreibt uns in die Kommentare, bewertet uns bei iTunes und hört uns bei Spotify. Und es gibt immer noch ein Brettchen zu gewinnen und ein T-Shirt. Das machen wir aber als Running Gag nächste Woche nochmal weiter, ne? Oder? Ja, das finde ich gut. In dem Sinne, das ganze Stadion. Das ganze Stadion. Tschö. 9 to 10 at Pauli Podcast.